Und machen wir mal die Musik aus. Nehmen wir mal lieber Spook Tunes, die klingen nicht so ganz so schlimm. Oh, are you hungry? I can get you something to eat. This is a ghost sandwich. Do you want to try it? Natürlich probieren wir dein Ghost Sandwich. You attempt to bite into the ghost sandwich. You face right through it. Oh, never mind. After a great meal, I like to lie down on the ground and feel like garbage. Oh, der arme Nefsterblug. It's a family tradition. Do you want to join me? Natürlich immer. Okay, follow my lead. Wie er jetzt auch hier Kopfhörer auf hat. Here you go, you lie down as long as you don't move. So only move around when you want to get up, I guess. Ja, chillen mit Nebsterblück. Und wir sind im Kosmos. Wing, schwing. Hat doch was sehr Beruhigendes, oder? Ja, ich dachte, ich war eigentlich der Meinung, dass noch irgendein Text kommen würde. Aber ich habe mich wohl geirrt. Also stehen wir jetzt langsam auf. Und der Kosmos klingt ab. Well, that was nice. Thank you. I'm gonna keep working on that mix CD. Oh, that's my TV. There's a show I like to watch on it sometimes. Gucken wir mal sein PC an. Der Computer's Internet Browser ist opened to a music sharing forum. Ja, deswegen heißt er auch Nebsterblug. Weil ich habe die Seite selber nie benutzt, aber ich glaube, sie heißt sogar Nebster selber, die echte Musik Sharing Webseite. Also das Musik Sharing Forum Nebster. I'm going to keep working on the big CD. Gut, mach das mal. Wir gehen mal wieder hier raus vor der Scary Music und gucken uns mal hier um. Awkward. I'm working right now. I mean, welcome to Blue Family Snail Farm. Yeah, I'm the only employee. This place used to get a lot of business, but our main customer disappeared one day. Now it's just some hairy guy that shows up once a month. Really, I'm working. I don't want the boss to get mad at me. Especially since I'm my own boss. Okay, wenn der eigene Boss auf ihn sauer wird. Was wir übrigens nicht gemacht haben, ist Papyrus angerufen. Wing, wing. Oh, that's the house of Undyne's neighbor. What was their name again? Spooky Blue Blue? Nepok? Ja, Nebster Blue. Wing, wing. That's Undyne's house. Let's go there and hang out someday. Still waiting outside her house? Yeah, I do that sometimes too. Okay, was hat Papyrus Nettes über die Schneckenfarm zu sagen? These snails are just like my brother. Round, slow and constantly emitting slime. Okay. Ich will mir das nicht vorstellen, wie jetzt Suns dauernd Schleim absondert. Emitting slime? That's just what brothers do. Okay. It's a snail. For some reason, you can't help but wonder what it tastes like. Ja, weil Toriel macht ja gern Schneckenpastete. Snail, a long journey extends in front of you. Snail, reach far and stretch beyond the horizons. Snail, so snail is Sam Boyle. Okay. Good gosh, I don't look like a perfect normal snail.
I've been long overdue for a second house. Aha. Disney is counting dollar bills. Ja, weil die Schnecke ihr Haus an den da verkauft hat. Und das hier ist die Schneckenrennbahn. Do you want to play a game? It's called Thunder Snail. The snails will race and if the yellow snail wins, you win. It's 10G to play. Okay. Press C to repeatedly to encourage your snail. Ready? 3, 2, 1, 0. Ja, das hier ist jetzt ein Timing-Spiel. Man darf nämlich nicht zu oft Z drücken, sonst wird die Schnecke nämlich zu langsam. Man muss das in passenden Abständen und Rhythmus tun. Da wird sie nämlich schneller als die Kontrahenten. Jetzt nämlich. So, und jetzt müsste sie schnell genug sein, um zu gewinnen. Oder auch nicht. Egal. Race end. Your snail lost by a thin margin. Actually, the snail is under the false belief that it won. Oh no, the snail is looking over here. Here, I give you some money. Act like you won. You got 30G. Ja, das hatte ich wirklich auch noch nicht. Weil wenn man nämlich gewinnt, mal gucken, ob ich es hinkriege. Do you want to play a game? It's called Thunder Snail. The snail will race, and if the yellow snail win, you win. Ja. Okay. Wir haben immerhin 20G gut gemacht, dann können wir ja nochmal spielen. So. Sie richtig motivieren. Und sie mal aufholen lassen. So, jetzt müsste sie schon schnell genug sein. Ja, ist sie auch schon. Gut, jetzt gewinnt sie. Race end. You won, congratulations. As a prize, you get 9G. Genau, wir haben 10G gegeben und kriegen 9 zurück. Sorry, we have to make a profit somehow. Ja. Das passiert, wenn wir gewinnen. Wir verlieren nämlich 1G. Gut. Das wäre auch erledigt dort. Aber dass das mal, wenn man knapp gewinnt, in Wirklichkeit gewinnt, habe ich jetzt nicht gewusst. Seht ihr, das kommt alles so beim Let's Story aus. North Blue Equus, East Hotland und Fragezeichen Tammy Village. Ja, Tammy Village finden. Das wird auch noch lustig. So, jetzt aber zur Box. Use the box? Yes. So, einmal Dock Residue weg. Dann gucken wir erstmal kurz nach Süden. Ja, hier ist wieder Fluss. Aber sonst ist hier nichts. Okay. Oh, there, I've got some neat junk for sale. Sell. Ha. I'm trying to get rid of my junk, not get more of it. So, I heard if you want to sell stuff, the Tammy Village is your best bet. Where is it? I don't remember. Ja. Oh, there, I've got some neat junk for sale. Ja, reden wir erstmal mit Turtle. Anything you wanna know about yourself? I've been around a long time. Maybe too long. Ja, und der sieht ziemlich schräg aus, der Typ. So eine Indiana Jones Schildkröte, mehr oder weniger. Studying history is sure is easy when you've lived through so much of it yourself. Anything you wanna know? That emblem? You don't know what that is? What are they teaching you kids in school nowadays? That's the data rune. The emblem of our kingdom. The kingdom. Of monsters. Great name, huh? It's, as I always say, all King Fluffy Buns can't name for beans. Ja, also der König ist sehr unkreativ. Anything you wanna know? Ja, das mit dem Emblem hat sich jetzt geändert. Jetzt kommt nämlich Emblems Meaning. Können wir mal weiterfragen. That emblem actually predates written history. The original meaning has been lost to time.
All we know is that the triangles symbolize us monsters below, and the winged circle above symbolized something else. Yeah. Most people say it's the angel from the prophecy. Anything you wanna know? Yeah, the prophecy. Oh yeah, the prophecy. Legend has it an angel who has seen the surface with a scent from above and bring us freedom. Lately the people have been taking a bleaker outlook, calling that winged circle the angel of death. A harbinger of destruction waiting to free us from this mortal realm. In my opinion, when I see that little circle, I just think it looks neat. What's that? You want to repeat myself? Heck no, your eyes still working. Go read a book or something. The king. King Fluffy Buns? He's a friendly, happy-go-lucky kind of guy. If you keep walking around long enough, you'll probably meet him. He loves to walk around and talk to people. Why do I call Dreamer Fluffy Buns? Oh, that's a great story. I don't remember it. But if you came back much later, I'm sure I will have remembered by then. King Fluffy Buns. He's a friendly, happy-go-lucky kind, yeah. Why do I call Dreamer Fluffy Buns, yeah. I don't remember it, but if you come back much later, I'm sure I have remembered by then. About Undyne. Undyne? Yeah, she's a local hero around here. Through grit and determination alone, she fought her way to the top of the Royal Guard. Actually, she just came through here asking about someone who looked just like you. I watch your back, kid, and buy some items. It might just save your hide. Ja, und mehr hat er nicht zu sagen über Undyne. Actually, she just came through here asking about someone who just looked like you. I watch your back, kid, and buy some items. Ja. Boah, der, I've got some meat junk. Ja, dann kaufen wir mal was. Einen Crab Apple könnten wir kaufen. Einen CT. Speed up in battle. Looks like a crab. Ja, einen Krabbenapfel, der aussieht wie eine Krabbe. Cloudy Gas. Armor 5 Defense, 0, minus 5 Defense, Invincible Longer. Weapon 2 AT, minus 2 AT. Ja, die beiden Sachen sind nicht schlecht, deswegen kaufe ich sie mal. Haha, thanks. You are carrying too much. Ja, okay. Be careful out there, kid. Ja, gut. Dann legen wir erst einmal die Cloudy Glasses an. Cloudy Glasses, Armor Defense 6. Glasses smeared with wear. Increases invincibly by 5. After you get hurt by attack, you stay invulnerable for longer. Das ist nämlich sehr praktisch eigentlich im Pazifisten-Run. You equip the glasses. So, Stats sagen jetzt Defense 5. Was vollkommen ausreicht. So, dann packen wir mal noch was weg. Faded Ribbon, Toy Knife, Mandy Baldana, Dog Residue. Packen wir mal das Old Tutu weg. Oh, there, I've got some neat junk. Ja. Da hätte ich nämlich noch die... das Torn Notebook. Thanks, wahaha. Oh, there, I've got some neat junk here. Be careful out there, kid. So. Torn Notebook. Torn Notebook. Weapon Attack 2. Contains illegible scrolls. Increase invulnerability by 6. You equip the Torn Notebook here. So, und das kann ich leider jetzt nicht mehr weglegen. Die Ballettschuhe, weil wir hier drüben voll sind. Egal. Heard beaten and fearful for our lives, we've surrendered to the humans. 7 of the greatest magicians sealed us underground with a magic spell. Anything can enter to the seal, but only beings with a powerful soul can live. Ja, was hat Papyrus eigentlich hierzu zu sagen?
Wing wing. If you see a shop, you should stop. Drop and roll into some great deals. Because we are having a fire sale at my imaginary store which sells flames. Ja, super. Yet another dream of mine. Also Papyrus träumt davon, einen Shop zu haben, um Feuer zu verkaufen. Wing wing. What's that strange whisper? I might have to hang up. Papyrus isn't home right now. Okay, irgendwas macht ihn creepy Angst. Ja, das hatten wir schon. Also sie sind vor den Menschen geflohen und die haben sie versiegelt. Und nur jemand mit einer starken Seele kann den Ort verlassen. There's only one way to reverse this spell. If a huge power equivalent to 7 human souls attacks the barrier, it will be destroyed. Ja, hier ist Wasser. Aber nichts im Wasser drin. But this cursed place has no entrances or exits. There's no way a human could come here. We will remain trapped down here forever. Ja, bis jetzt. Hans ist ja ein Mensch und ist hier unten gelandet. Und deswegen will Undyne uns auch... Oh, special enemy Tammy appears here to defeat you. Act, Tammy. Ja, wir haben Tammy gefunden. Hurra. Check. Tammy. Waited them outer Tam. Loves to pet cute humans, but you're allergic. Oh, cute pets you. Oh, nein, 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 nein. Weg, geh weg. Nein, ich will nicht, dass du mich pettest. Geh weg, ich bin allergisch gegen Tammys. Tammy is trying to glomp you. Tammy. Feed Tammy flakes. Ne, sagen wir mal hi. You say hello to Tammy. Hoi, I'm Tammy. Und ja, Tammy ist kurz davor, wow, kaputt zu gehen. Au, unfair. Tammy forgot her other attack. Ja, Tammy. Tammy. Feed Tammy Tamflakes. Tammy only wants the Tamflakes. No, so hungry. Da ist... Nein, Tammy nicht sterben. Au. Und uns nicht töten. Tammy forgot her other attack. Tammy. Flex. You flex at Tammy. No, muscles are not cute. Tammy, are you okay? No. Bomb. Hi. Ja. Aaron hat Tammy gerade durch sein Hi kaputt gemacht. Arme Tammy. Okay, flexen wir mal. You flex. Aaron flexes very hard. He flexes himself auf durch the room. Ja. Das war Tammy und ich nehme sicherheitshalber mal das Unicycle. So. Das hier ist jetzt wieder ein kleiner Rätselraum, wo wir einfach Licht anmachen müssen. So, und hier gibt es ein kleines Secret. Oh, you walk into Mods mal. Oh, nur das eine Mods mal. Ist, you wiggle your hips. Scorch. Ja. Das andere Monster hat wohl keine Lust. Smells like a bait shop. So, Monster. Imitate. You approach Monster suddenly. Goo. Ach, herrje. Also, das ist ein freaky Monster. Moldbug. Give it reservedly. Check. Mold big. Attack defense. One size greater than mold average. Ja, slime sounds. Also ja, das ist der Wortwitz. Moldsmal ist, war da drüben der Puddingschleim. Und der ist jetzt mold big. Also der größte Mold. Lie down. You lie down. Mold big's lie down too. Moldbig understands life now. Wow. Dann versteht das Leben ein bisschen freundlicher. Hilfe. Moldbug needs some distance. Needs some distance, also unhug. You don't hug Moldbig, it appreciates your ways, respect of its boundaries.
Au. Au. One big seems comfortable with your presence. Spare. Ja, wow, das war jetzt knapp. Gib mir mal... Wie viel heilst du? Astronaut Food. Verfiedige Pet Astronaut. Ja. Nice cream. An illustration of a hug. Your HP maxed out. Gut, hier ist jetzt das Secret, was...